Hallo und herzlich willkommen, liebe Metfreunde, zu einem weiteren Teil unserer archaischen Metreihe hier. Ich habe den Met jetzt eine ganze Weile, sind circa 14 Tage gewesen, einfach mal stehen lassen. Und es ist immer noch eine Gärung im Gange. Das ist zwar sehr langsam, man sieht das hier oben drauf, ist auch immer noch Schaum. Und ich habe es auch seit 14 Tagen jetzt hier nicht probiert. Ein Zuschauer hat in die Kommentare geschrieben, dass es sich eventuell hier um Apiculatus-Hefen handelt. Das sind auch natürlich vorkommende Hefen, die auch in den Wein- und Obstanbaugebieten vorkommen und mit denen auch quasi Most zuerst vergoren wird. Diese Hefen erreichen aber meist nur einen Alkoholgehalt von 3 bis 4%. Und dann werden sie merklich in ihrer Entwicklung gehemmt. Und die wahren Weinhefen greifen dann erst ab diesem Alkoholgehalt und vergären den Ansatz dann weiter. Was wir jetzt hier haben, ob das jetzt eine Kombination aus beiden Hefetypen ist, ich weiß es nicht. Theoretisch hätten ja diese Apiculatus-Hefen schon längst absterben müssen, weil ich beim letzten Mal bereits einen Alkoholgehalt von 6% gemessen habe. Heute werde ich einfach mal eine Probe nehmen, bin gespannt, vielleicht ist er auch schon völlig trocken und werde den Alkoholgehalt noch einmal überprüfen. Und sollte das zu trocken sein, habe ich hier noch eine ganz kleine Menge an Honig, schätze mal 100 Gramm, und damit werde ich dann erstmal vorsichtig nachsüßen. Als dann. Mal wieder die Geruchsprobe. Ja, diese Naturhefen erzeugen immer einen ganz eigentümlichen Gärgeruch. Wobei hier jetzt natürlich noch ein ganz großer Anteil an den Äpfeln, die verströmen noch ein Aroma. Naja, ich bin gespannt. Auf geht's. So, die Probe ist genommen. Natürlich ist das Ganze jetzt sehr dünn, weil bisher sind ja in diesen schätzungsweise 2,5 bis 3 Litern nur 500 Gramm Honig. Ja, das schmeckt wie ein Federweißer, noch immer. Leichte Süße ist noch vorhanden. Ich denke mal, ich werde heute auf jeden Fall diese kleine Menge Honig da hineingeben. Prickelt noch ein wenig. Da ist noch eine Gärung im Gange, auf jeden Fall. Kontrollieren wir mal den Alkoholgehalt. Sehr viel wird sich da nicht ergeben haben. Weil die Gärung in den letzten Wochen war eher bescheiden.
So. Ja, wie ihr seht, hat sich am Alkoholwert jetzt nicht so viel verändert. Unser Vinometer zeigt immer noch einen Alkoholwert von 6%, obwohl hier 14 Tage eine Gärung, wenn auch nur eine leichte, stattgefunden hat. Das Ganze schmeckt immer noch so wie ein leicht alkoholisches Getränk, zur Erfrischung gut geeignet mit einer guten Apfelnote. Ja, ich werde trotzdem das bisschen Honig hier, diese 100 Gramm, noch hinzugeben. Aber ich glaube, dass wir jetzt hier mit unserem experimentellen Ansatz das Maximale herausgeholt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass durch diese jetzt immer noch laufende leichte Gärung großartig noch Alkohol herausgekitzelt werden kann. Aber warten wir mal ab. Ich werde jetzt zunächst diese 100 Gramm hier noch hinzugeben, werde den Ansatz danach noch ein wenig stehen lassen. So, ich habe jetzt hier in das Gläschen einfach die gleiche Menge an heißem Wasser gefüllt und schüttel das Ganze jetzt einfach. Das sollte schon reichen. So, ich gebe den Honig jetzt hier einfach hinein. Ich spüle das Glas noch mal leicht aus. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es erkannt habt, aber es gab hier tatsächlich eine leichte Entladung. Sehr interessant. Das Ganze nochmal schütteln. So, und jetzt lasse ich das Ganze nochmal für etliche Tage stehen. Also, ich schätze mal mindestens eine Woche, vielleicht 14 Tage. Und dann wollen wir mal sehen, ob die Gärung bis dahin immer noch langsam voranschreitet oder ob sie ganz aussetzt. Und ich denke, dass wir dann auch kurz davor stehen, dieses Experiment hier zu einem Ende zu bringen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal wieder alles Gute, viel Spaß mit euren eigenen Experimenten und Ansätzen. Bis zum nächsten Mal.